Einen wunderschönen guten Morgen hier mit der GoPro heute. Heute wird der ganze Vlog mit dem GoPro Setup bestehen. Leider haben wir den Rig nicht dabei, aber das Mikro hängt unten dran. Also die Option gibt's, ordentliches Mikro. Bild ist eh geil. Ja, was soll ich sagen? Wir fahren jetzt zu einem Wasserfall, wollen ein paar Drohnenaufnahmen machen. Also die Aufnahmen sind quasi nur GoPro und Drohne. Und wer ist mit dabei? Toni ist mit. Gut. Ich würde sagen, wir setzen uns auf den Roller und dann geht's los. Du hast eine GoPro, ich habe eine GoPro. Das wird bestimmt gut werden. Also los. Cool kids smoking weed in the hallway. I write music and play Skyrim all day. I hunt dragons. So if you start talking how you fly, then I hunt rappers. It's my nuts, you can let's sack them. Get my name out your mouth and start snacking. I got too much passion for this rap shit. I had a new boy color to play back. Knocked on my gloves at the table and start laughing. Yo, got back to you. So, wir sind jetzt angekommen hier am Nung Nung Wasserfall. Sind ungefähr eine Stunde gefahren von Seminyak. Ich werde dann quasi in die Beschreibung wieder reinschreiben, wo es genau ist. Aber vielleicht finde ich auch eine Adresse. Nee. Nee. Auf jeden Fall müssen wir jetzt 540 Stufen laufen. Ciao. Haben nämlich gerade einen Deutschen getroffen. Der war schon kaputt. Ja, zählt mal einer mit dir? Nicht, dass er uns verarscht hat, wenn der uns verarscht hat. Aber die Wasserfälle sind alle immer mit einer Wanderung hier verbunden irgendwie. Dagger, sharper than the edge of a katana on your Adams. A lot of niggas in my city say I lack swagger. Please get off my dick, cause your bitch was a ass and belt whooping for you. Ja, bisher ist der Weg recht anstrengend. Aber ich glaube auch runter ist immer anstrengender wie hoch. So. Toni, wie läuft's? Angenehm. Noch okay, oder? Ja, für mich absolut. Für mich absolut. Ja, für mich als Profisportler, Mensch. So. Genau. Wir sind jetzt gerade am Wasserfall und Toni sagt, der beste Modi für hier ist Sensoren ausmachen und einfach losfliegen, weil das Problem ist, die wird 4-5 Meter, erkennt die vorher schon irgendwas und fliegt nicht mehr weiter. Deswegen einfach auf Sicht fliegen und dann schauen wir mal, dass wir hier ein paar geile Bilder zusammenkriegen. Die seht ihr dann quasi jetzt. So, wir wollten eigentlich mit der Drohne fliegen, aber wie immer, verbot. So, lass ich mal das Gruppenbild hier fertig machen. So, irgendwo müssen wir uns da jetzt noch um uns da reinmogeln. Die zwei Weißen dort. Toni, du leuchtest wie eine fette Boje hier. Das ist geil. Und weißt du, sehr gern. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nach Hause. Essen. Ja, genau. Wir gehen essen. Essen ist wichtig. Was gibt's? Nudeln? Nee, Burger. Seife. Fette Burger. So, ich würde jetzt sagen, wir starten nochmal die Drohne. Wir haben uns jetzt nochmal ein kleines Plätzchen rausgesucht. Mit dem Palmen im Hintergrund. Ich weiß doch nicht, ob man mich versteht hier mit dem Lärm auch. Ja, lass mal da starten. Komm. Jo. Auf jeden Fall hat der Toni die DJI Mavic Pro. Zwei. Ich habe ja die Zoom mit. Sind aber heute nur mit seiner geflogen. Und sind jetzt gerade auf dem Weg zum Essen. Und ich habe mir gedacht, du, ein paar Aufnahmen brauchen wir noch. Ey, hier sind Kartoffeln angebaut. Und ich habe gerade Hunger wie ein Schwein. Madonna festhalten, weil die will sonst immer da oben, ne? Sandflair. Damals war das Problem, dass die Propeller in die genau. Sicht reingekommen ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, jetzt ist aber wieder durch die Grenze. Schön geil. Jetzt. Geil. So, was machen wir mit einem anderen Akku? Wie? Das war ein. Noch ein? Ein halber Akku habe ich noch.
Also ich würde sagen, wir fahren erstmal Richtung Essen. Vielleicht kann man den Seminar nochmal hochgenommen. Genau, bei der Nähe. So, eigentlich würde ich sagen, wir gehen essen, oder? Ist schön, dass ihr essen geht. Darf ich auch? Kommst mit. Du kannst auch ein Stück. Geht's. Dankeschön, dass ich mitgehe. Das ist jetzt so ein Mitleidsding gerade. So, wir sind jetzt angekommen beim Butcher. Das ist ein Steakhouse, das wurde uns empfohlen. Und ich glaube, für mich gibt es heute einen fetten Burger. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe gerade Mac and Cheese gelesen. Gönn dir alles, gönn dir. Ich denke auch. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne ist schon wieder da, herrlichstes Wetter. Ich wollte euch nochmal die Vorteile von der GoPro 7 erzählen, und zwar, weil Toni ist nicht mehr da, ich muss das jetzt alleine machen, aber es ist nicht schlimm, mache ich gerne. Die GoPro 7, was kann sie, was hat sie? Ich finde die 200 Frames extrem geil und ist das hell hier gerade, Wahnsinn. Oh, die 200 Frames finde ich extrem geil. Was ich ein bisschen schade finde, ist diese Stabilisierung, diese Hyperstabilisierung geht nicht bei 200 Frames. Das heißt, da muss man wieder auf 50 Frames runterstellen. Ist aber nicht so schlimm, wenn man es weiß, stellt man es halt um. Wenn man es braucht, die 200 Frames, dann einfach sehr, sehr konstant halten, nicht anfangen zu wackeln. Aber was mir ja noch so richtig gut gefällt, ich kann ja kaum in die Sonne gucken, sind die Hyperlapse, die ist so brutal. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen und ich habe wirklich nur den Stab hier und fahre mit meinem Roller und das Ding wird so schaukeln und das sieht trotzdem geil aus. Also ich werde jetzt quasi einfach mal losfahren, mache die Hyper-Funktion an und fahre jetzt einfach mal schnell zu meinem nächsten Discounter, um dort meine Getränke zu holen. Also, auf geht's. So, da sind wir schon angekommen hier im Circle K, nennt sich das Ganze. So, good morning. Jetzt werden wir mal gucken, was wir hier so alles brauchen, aber ich brauche eigentlich nur was zum Frühstück und ein paar Getränke. Das esse ich ganz gerne. Was ich auch jedem empfehlen kann, wenn er mal hier ist, das Radler schmeckt echt geil. Gibt es auch alkoholfrei? Und zwar da. Wenn man Radler finden will, also ich freue mich noch Wörthersee, weil da gibt es für mich das beste Radler. Und zwar das Gesser Naturtrüb. Das finde ich so geil. Weil ich will erstmal gucken, wo es denn mit Wasser geht. Town, from London to Taiwan.
I've been all around the globe trying to protect your soul. Einkaufen fertig. Jetzt machen wir uns fertig für Video mit René Nummer 3. Der wird mich heute überrascht. Weiß er noch nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wieder einen Daumen da, kommentiert, was euch am coolsten gefallen hat von dem Video oder was eure Lieblingsfunktionen sind oder ob das eine Option wäre, eine GoPro 7 zu kaufen. Für mich definitiv ja, deswegen habe ich sie mir hier im Urlaub erst gekauft. Und ja, wir sehen uns quasi nächsten Sonntag beim René und da gehen wir essen, was das Zeug hält. Das wird ekelhaft geil.